Diese Woche war es besonders leicht, Gold, Silber und Bronze zu verteilen. Hallo zusammen bei die Filmfabrik, es ist wieder Speeddate-Zeit und ich stelle euch die Kino-Neustarts der Woche in 120 Sekunden vor. Mittlerweile ein etabliertes Format, ihr wisst es, falls ihr es noch nicht kennt. Ich stelle euch die Filme, die diese Woche starten, die ich schon gesehen habe, vor in einem Ranking. Also was würde ich als letztes schauen, wenn ich alle Filme mir in der Woche angucke und was ist da auf jeden Fall Pflicht, sich diese Woche anzuschauen. Wir starten jetzt. Auf Platz 3, denn diese Woche habe ich nur 3 Filme gesehen, ist die Vampire Academy. Und die möchte ich eigentlich auf den 1000. Platz packen. Da ich einfach nur 3 Filme diese Woche zu verteilen habe, ist er unglaublich verdient auf dem allerletzten Platz. Der Film ist richtig schlecht. Die Büchervorlage soll ja eigentlich ganz nett sein. Die Geschichte, da sehe ich auch Potenzial, aber leider nicht im Film selbst. Der ist wirklich kompletter Bullshit, richtiger Müll. Schlecht gespielt, macht überhaupt gar keinen Spaß. Außer man erfreut sich daran, dass es ganz viele unfreiwillig komische Szenen gibt. Also wenn ihr Bock habt zu sagen, Leute, wir sehen immer gute Filme, weil wir immer auf den Dominik hören, dieses Mal wollen wir uns richtig vergnügen, dann geht mit euren Freunden in Vampire Academy, ihr werdet euren Spaß haben. Nicht. Auf Platz 2 gibt es die Bücherdiebin. Fand ich jetzt selber auch nicht wirklich total stark. Auch eine Bücherverfilmung. Da war einfach viel zu vieles mir zugestellt. Ich habe immer das Gefühl, das ist irgendwie nicht echt, was ich da sehe. Und auch die Synchro gerade, ne, in Deutschland läuft ja nun mal mehr synchronisiert als im Original, ist wirklich furchtbar, wie so abgelesen. Ich kriege nicht die Emotionen, die ich eigentlich haben möchte. Was wiederum gut ist an dem Film, ist, dass er es jetzt mal einfach diesen ganzen Krieg außen vor lässt. Also man merkt, es ist Krieg, sich aber nur und ausschließlich auf die Figuren bezieht. Das mag ich, ist mein sehr sicherer 2. Platz diese Woche, weil es auch eben die Vampire Academy gab. Muss man auch mal sagen, das tut der Bücherdiebin ganz gut, deswegen auf der 2. Und auf der 1 habe ich Nonstop, das ist der neue Thriller am Flugzeug mit Liam Neeson und der ist echt cool geworden. Da war ich wiederum überrascht, habe ich nicht mit gerechnet. Film ist saumäßig spannend geworden, macht echt Spaß, mit ihm in die Luft zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Am Ende ist es ein bisschen Klischee überladen, aber den sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Deswegen ist das auch meine 1. Und diese Woche wurden leider in der Presse in Köln nicht Veronica Mars und Man of Tai Chi gezeigt. Deswegen kann ich die euch nicht vorstellen. Mal sehen, vielleicht reiche ich die sogar nach. Wer noch ein bisschen mehr wissen will über meine Nummer 1, nämlich Nonstop, den habe ich euch hier unten verlinkt. Und wenn ihr die Filme aus letzter Woche noch gar nicht alle gesehen habt und sagt, mal, bevor ich die neuen schaue, muss ich doch erstmal wissen, was ist aus der letzten Woche noch irgendwie cool. Gibt es hier unten das Speeddate aus der letzten Woche oder ihr abonniert den Kanal und wir sehen uns bald wieder bei einer neuen Filmkritik hier bei die Filmfabrik mit mir, dem Dominik.